Hallo, danke, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt oder bei mir vorbeischaut zum Lesemonat Mai. Ja, bevor ich loslege und euch erzähle, was ich alles in dem Mai gelesen habe, erstmal ein kleines Fazit zu meiner Leseliste. Und zwar hat es wunderbar funktioniert. Ich war richtig happy bis zu dem Moment, als ich festgestellt habe, dass ein paar E-Books in der Warteschleife standen und noch nicht heruntergeladen waren. Also somit bin ich immer noch über die 500. Ja, aber es war ein wirklich gutes Experiment und falls ihr ja schon gesehen habt, ich habe jetzt für den Juni auch eine Leseliste erstellt. Die verlinke ich euch mal hier oben in der Infobox oder unten. Und trotzdem hat das Experiment Spaß gemacht und war richtig gut und ein Erfolg. Ich habe, außer ein Buch, alle Bücher gelesen. Und war auch happy, ich konnte immer aussuchen. Nur klar, am Schluss war nur noch eins übrig und ich meine, das war trotzdem gut. Und jetzt will ich unbedingt Band 3 lesen, weil das war ein Band 2 und da. Ja, also der Monat war sehr abwechslungsreich. Also der Anfang war sehr schwer, weil ich ein paar Bücher abbrechen musste. Und das hat mich sehr mitgenommen, weil beide Bücher wollte ich eigentlich unbedingt lesen, aber ich konnte nicht. Und ein paar andere Bücher waren dann wiederum sehr toll und haben mich überrascht. Und das war so mal kurz allgemein gesagt zu meinem Lesemonat. Und dann fangen wir am besten an, würde ich sagen, weil es sind nicht wenige. Wann sind sie jemals wenig bei mir bei Büchern? Okay, die Hörbücher waren diesen Monat wirklich wenig. Aber 36 Bücher. Ja, ich weiß. Es sind ein paar weniger geworden. Oh, Katastrophe. fangen wir an mit Dream Man Come True von Christian Böse. Und zwar geht es in dieser Geschichte um Jackson, der ein Traummann ist. Also eigentlich existiert er nur in der Traumwelt, aber Adalize ist eine Traumwandlerin und kann in Träume wandeln und kann auch die Objekte aus dem Traum in die Realität bringen. Und mit ihrer Mutter zusammen haben sie eine Firma, die das eben macht. Also ich könnte da hingehen und mir im Traum einen richtig schönen Mann vorstellen und die würden mir den in die Realität bringen und ich könnte dann mit ihm mein Leben verbringen. Ja, und das ist Jackson. Und das Problem ist, ja, seine Herzensdame hat sich das anscheinend nicht genug überlegt. Und mehr verrate ich nicht. Das war recht amüsant, die Geschichte. Dann habe ich mit einem weiteren E-Book weitergemacht, und zwar im Vorzimmer des Millionärs von Bettina Chiarelli. Das war eine Kurzgeschichte und zwar geht es da um Dr. Adam Estermann und Emma Süßer. Die beiden sind beste Freunde gewesen in Kindheitstagen und ein bisschen mehr. Und dann hat Adam Schluss gemacht und ja, jetzt arbeitet sie für ihn. Und mehr verrate ich nicht, was uns tatsächlich die ganze Geschichte. Dann haben wir schon mit einer Reihe weitergemacht und zwar Glamour Stars küsst in Las Vegas von M.L. Busch. Da geht es um Amber und Kite. Amber ist eigentlich, wie nennt man das eigentlich, Seilkünstlerin? Ja, also sie hat sich verletzt bei ihrem letzten Kunststück und versucht gerade wieder auf die Beine zu kommen. Und arbeitet als Kellner, um halt Lebensunterhalt zu finanzieren. Und Kite lernt sie dort kennen und er will ihr helfen. So genötigt wird er eigentlich mehr oder weniger. Und zwischen den beiden funkt's. Aber Amber hat einen Freund. Und der ist mit der Truppe unterwegs und die machen weiter schön ihre Kunststücke. Und sie will eigentlich wieder zurück und versucht es halt, aber ja,
Mehr erzähle ich nicht, sonst erzähle ich die ganze Geschichte. Ich versuche nämlich euch mehr über die Geschichte zu erzählen, aber nicht zu viel, dass ihr schon alles wisst, bevor es losgeht. Dann habe ich das letzte aus der Reihe gelesen, zwar Honeymoon Stars verliebt in Las Vegas vom LLM Bush. Nee, eigentlich ist es andersrum. Das ist Band 2 und das ist Band 3 gewesen. Egal. Ihr wisst ja, ich tue immer gerne die Bänder tauschen. Und da geht es um Senna und Gordon. Und zwar ist sie früher sozusagen in Las Vegas einer der etwas höher gestellten, die reichen Berühmten gewesen. Und dann hat ihr Vater einiges verkehrt gemacht und jetzt arbeitet sie in einer Hochzeitskapelle mit lauter Elvisen zusammen. Und Gordon hat dort vor kurzem erst geheiratet. Und ja, die beiden treffen sich wieder. Und das Interessante ist, beider Leben wird gerade richtig durcheinander gewirbelt und nichts scheint, wie es scheint und niemand ist so, wie man es erwartet. Und ich werde es oft weiter zu erzählen. Einfach schöne Geschichte. Und dann kommt Days of Blood and Starlight von Lanini Tyler. Und das ist einer meiner Bücher, die mir am Anfang des Monats Bauchschmerzen bereitet hat. Ich habe dieses E-Book schon einmal angefangen gehabt und wusste nicht, warum ich es nicht zu Ende gelesen habe. Band 1 habe ich gefeiert. Also habe ich diesen Monat Band 2 erstmal wieder von vorne angefangen und hatte schon Probleme, bis zu der Stelle zu kommen, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte. Ich bin jetzt auch ein Stück wieder weiter rausgekommen. Ich habe nicht so schnell aufgegeben, weil ich hab's. Aber ich bin einfach nicht mehr in diese Welt gekommen. Es hat mich nicht mehr gepackt. Es war nur nervig. Und es tut mir auch leid. Aber ich habe es dann abgebrochen. Es war dann einfach so, ich konnte einfach nicht mehr. Ich hatte keine Lust mehr und habe immer wieder abgebrochen und andere Bücher gelesen anstelle das, weil ich dann gedacht habe, so, okay, vielleicht bist du gerade nicht so in dem Mut und ja, ich habe es dann abgebrochen. Und weil wir bei Abbrechen sind, habe am 1. Mai, am 1. Mai Infinitum, die Ewigkeit der Sterne von Christopher Paolini angefangen zu lesen. 1. Mai. 1. Mai. Ich habe es abgebrochen am 10. Mai auf Seite 361. Und ich habe da schon gekämpft. Also ich habe lieber TikTok geschaut, als dass ich da weitergelesen habe. Also das sagt schon viel aus. Obwohl die Story im Grunde mir super gut gefallen hat. Aber es war immer wieder so Schwafel, 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 Schwafel. Schwafel, Schwafel. Schwafel, Schwafel. Schwafel, Schwafel, Schwafel. Und dann ging es weiter. Also es geht da um Kira, die mit einer Truppe also einen neuen Planeten erschließt. Also anschaut, ob alles in Ordnung ist und ob die Gruppe, also eine Kolonie kommen kann und das besetzen kann. Beim letzten Rundgang sozusagen fällt sie in eine Schlucht. Und ja, dann überzieht sie eine Staubschicht, die auch durch ihren Schutzanzug kommt. Und mehr verrate ich nicht. Ich muss auch dazu sagen, wenn ich die Story jemandem anderes erzähle und auch viel mehr erzähle, denke ich mir, eine geile Story. Aber das Geschwafel. Und manche von diesem Geschwafel muss man wissen, um später zu wissen, was passiert. Meine Schwester hat es durchgezogen als Hörbuch. Sie sagt genau, also ich habe sie gesagt, bei diesem Punkt, wenn du drüber bist, dann wird es interessant. Ja, ich war über diesen Punkt drüber und ich konnte einfach nicht mehr. Sie hat mir dann das Ende verraten und es war fast das Ende, was ich mir gedacht habe. Also ja, genau, das waren meine zwei Sorgenkinder im Mai.
Danach habe ich Elfenkönig von Holly Black gelesen mit Jude und Cardan. Ich werde jetzt nicht so viel von diesem Band erzählen, weil es ja Band 2 ist und Band 3 liegt da und ist auf meiner Juni-Leseliste. Ich lese endlich die Reihe zu Ende. Ja, Jude ist eigentlich ein Mensch und wurde aus der Menschenwelt gerissen und ins Elfenreich gebracht und versucht da eben irgendwie zurechtzukommen. Und das macht sie recht gut. Und in Band 2 geht's weiter. Das war jetzt kurz abgehandelt. Ja. Dann habe ich eine Reihe angefangen und auch gleich beendet, und zwar Limonadentage von Annie Stone, und zwar Avery und Kate. Kate? Kate. Ja, und zwar waren die zwei Sandkasten die besten Freunde und haben sich gegenseitig beschützt und wurden dann ein Paar. 12 Jahre später treffen sie sich auf der Straße wieder und anscheinend sind sie ja kein Paar mehr und man fragt sich, was damals passiert ist. Und es gab immer wieder Rückblicke, was passiert ist. Und zwar hat man wirklich im Sandkasten angefangen. Es wurde dann immer, man hat nicht sofort erfahren, weswegen, wieso, weshalb. Und ja, man merkt halt gleich, dass es immer noch zwischen den beiden knistert. Und ja, und beide sind in einer Beziehung gerade. Und es wird sehr viele Gefühle, alte Gefühle wieder hochgekocht und man fragt sich so, oh, ja. Und da ich ja Band 1 endlich mal angefangen habe zu lesen, konnte ich dann auch Limonadenträume Band 2 lesen. Und dazu werde ich jetzt nicht viel sagen, außer dass Band 1 mit einem gemeinen Cliffhanger aufgehört hat. Somit muss man Band 2 auch gleich lesen. Und ja, ich hatte die ganze Zeit Band 2. Und immer bin ich drüber und dachte mir halt, das ist Band 2, du brauchst erst Band 1. Aber jetzt halt konnte ich endlich beide lesen. Und wie gesagt, zu Band 2 werde ich nicht viel sagen, weil es gleich weitergeht, wo Band 1 aufhört. Genau. Danach habe ich ein Buch aus den Highlands gelesen, rund um die Highlands. Und zwar ein Abenteuer in den Highlands von Karin Lindberg. Da geht es um Eva und ihn. Ihn ist ein Geschäftsmann, der sehr erfolgreich ist und eine Kette führt oder ein Unternehmen. Ja, also er hat nicht nur ein Geschäft. Ja, und es geht einem schief und er bekommt nicht den Zuschlag dazu. Und um sich ein bisschen zu beruhigen, fährt er in die Highlands zu so Sachen, dem Grund Pfeiler seines Unternehmens, in einem Hotel und plötzlich steht Eva vor ihm, die da in dem Hotel eigentlich ein Praktikum machen sollte. Aber es ist aktuell Betriebsruhe und jeder hat vergessen, dass sie eigentlich kommen sollte. Ja, und was Eva nicht weiß, ist, dass ihn, also nicht der ja, Hausmeister ist. Also richtig süße Geschichte. Und die Highlands werden da sehr schön beschrieben. Ich hatte das Gefühl, als wäre ich wieder dort gewesen. Das war sehr schön. Ja. Dann kam Trust Me, der falsche Zwilling von MC Steinweg. Und zwar geht es um Steven und Susan. Susan kümmert sich immer um ihre Zwillingsschwester. Die ist krank und aktuell darf sie wieder zu Hause wohnen. Und sie freut sich total, dass sie jetzt wieder einen Job hat, weil das immer nicht so einfach ist, weil sie sich halt um ihre Schwester kümmert. Weil ihre Mutter es nicht kann, weil sie ebenfalls seelisch krank ist. Und ihr Vater sich um ihre Mutter kümmert und keine Zeit hat, sich auch noch um seine Tochter zu kümmern. Ja, also freut sie sich darauf, dass sie jetzt wieder einen Job hat und dort liest sie Steven kennen. Und zwischen den beiden funkt es von der ersten Sekunde an und ja, es wird sehr amüsant und wie der Titel sagt, der falsche Zwilling. Steven weiß nicht, dass Susan einen Zwilling hat. Und da kommt es zu so manche Verwirrungen. Ja. Danach habe ich Skull and Princess von Vivien Valentine
Teen gelesen. Und das ist ein Dark Romance Roman, ja. Mit einer schönen Triggerwarnung. Da geht es um Madison Clark und Damon Skull. Madison ist eine Schauspielerin und führt sich auf wie eine kleine Prinzessin, egal ob jetzt in der Show oder im realen Leben. Und in der Geschichte ist man sehr oft mit ihr zusammen in ihren Gedanken. Also sie erzählt uns alles, was sie denkt. Und es ist teilweise sehr verstörend, teilweise sehr amüsant. Und ich sage so, die erste fängt eher so an wie eine typische Liebesgeschichte. Und dann wird es, sagen wir mal, zu süß, zu spannend, zu Dark Romance. Also dann wird es schon richtig schön dark. Und Damien ist ihr Bodyguard, der mehr oder weniger ihr aufgezwängt wird von ihrem Vater. Ja, mehr verrate ich nicht. Und danach habe ich ein Erstlingswerk gelesen von Regenwald Ge von, genau. Regenwaldgeflüster verloren in dir von K.R. Winter. Da geht es um Victoria, die sich darauf freut, ein Austauschjahr zu machen. Leider begleitet sie auch Lena, ihre Erzfeindin, und macht sie schon am Flughafen rund. Und da sieht sie auch einen Mann, der eher so bekannt vorkommt, aber sie weiß nicht, wer es ist. Und im Flugzeug begegnet sie ihn wieder und sieht, dass es ja Drew Evanson ist, also ein Schwarm von ihr. Ja. Das Blöde ist, das Flugzeug stürzt ab. Und zwar mitten im Regenwald. Und die einzigen Überlebenden sind Victoria, Lena und Drew. Und die versuchen halt irgendwie klarzukommen, zu überleben. Und zwischen den dreien, ja, gibt es so Kappeleien und machen die Geschichte eigentlich wirklich sehr interessant. Also nicht nur die Liebesgeschichte, sondern auch der Kampf fürs Überleben. Also ich habe es gesuchtet und sehr schnell durchgehabt. Danach habe ich von Michelle Raven ein weiteres Band von der REOS-Reihe gelesen, und zwar Brisante Wahrheit. Und zwar ging es da um Emily Gray und John Carter. Ja, Emily ist untergetaucht und versucht so wenig Kontakt wie möglich zu anderen zu haben und irgendwie ja, zu überleben. Und dann findet sie heraus, dass der Einzige, der weiß, dass sie noch lebt oder dass sie existiert, ermordet worden ist. Und plötzlich wird sie verfolgt und beinahe überfahren. Und Tom ist Polizist und sieht halt sie auf der Polizeistation, wie sie ihre Aussage macht und findet das ein bisschen merkwürdig und recherchiert. Ja, und wird mit in die ganze Geschichte gezogen. Dazu sage ich jetzt nichts weiter, weil sonst spoilere ich gigantisch. Danach habe ich endlich die Schattenbrüder weitergelesen von Laura Winter mit Secret. Und zwar geht es da um Malteo, der Zweitgeborene. also das ist ein faszinierender Beginn der Geschichte, ja. Also die beiden treffen aufeinander, also Malteo und Alisa. Und dann springt es ein bisschen in der Zeit vor. Und dann wird es erst richtig interessant, sehr erotisch. Und wirklich sehr interessant. Also ich erzähle nicht weiter, ich spoilere sonst zu viel. Nein, nein, nein. Kann ich nicht. Also, ja. Und dann habe ich das letzte Band der Schattenbrüder natürlich gelesen. Und zwar Surface von Laura Winter. Und da geht es dann um den kleinsten der Jungs. Lorenzo, der ja ein bisschen Probleme hat, aus dem Haus zu kommen und mehr im Computer unterwegs ist, bis zu dem Zeitpunkt, als er über ein, oh, wie heißen diese Spiele wieder? Oh. Also über ein Online-Spiel, Sakisa, ich weiß nicht, wie der Name richtig ausspricht, kennenlernt. Und sie schon mehr oder weniger stalkt. Und dadurch findet er so Sachen den Mut, öfters aus der Wohnung rauszugehen. Und
Mehr verrate ich nicht. Danach habe ich eine Reihe weiter gelesen und zwar Dark Places, die letzte Tür tötet von Vic James. Es geht weiter in der Geschichte von Luke und Abby. Wir sind in einer Welt, damit ich ja nicht spoilere, wo man besondere Fähigkeiten haben. Und die haben das Recht, die Normalen, die eigentlich keine Fähigkeiten haben, zu versklaven. Und zwar müssen die Normalen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, 10 Jahre ableisten von ihrem Leben im Sklaventum. Und da können sie entscheiden, wann sie das genau machen. Unsere Luke und Abby sind Kinder aus einer Familie, die sich entscheiden, das zusammen abzuleisten und sollten eigentlich bei der gleichen Familie landen. Leider ist es nicht so, und zwar Luke landet in einem sozusagen Gefangenen ist eigentlich falsch gesagt, Sklavenstadt, wo sie eben alle, ja, man überlebt das nicht gerade immer dort. Und ja, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf und in Band 2, dank Band 1 mit einem gemeinen Cliffhanger, geht es jetzt weiter und ich verfolge, also ich habe total vergessen, wie geil die Geschichte ist und habe natürlich auch zum Glück Band 3 schon da gehabt und zwar heißt Dark Places, für wen willst du kämpfen, von Vic James und in Band 3 geht es dann auch Richtung Mystery, also ich meine, das ist ja dann auch noch Mystery, oh, das war so. Und das Ende war so, wirklich, nochmal zurückgeblättert, noch einmal gelesen, ja, könnte man jetzt eigentlich weiterschreiben, da könnte man, ja, das war so, ja, das war jetzt Teil 1 meines Lesemonats Mai. Wie gesagt, mit ein paar Problemkindern. Aber ich bin recht zufrieden. Und deswegen habe ich auch gesagt, ein Buch habe ich von meiner Leseliste nicht gelesen, weil ich ja Days of Blood and Starlight abgebrochen habe, konnte ich Band 3 nicht lesen und habe es zurück in die Bibliothek gebracht. Was mir wirklich leid getan hat. Ja. Ja, dann sehen wir uns zu Teil 2 meines Lesemonats. Machen wir hier mal Cut und sehen uns dann da.